Oh, Mensch. Wird ein guter Tag heute. Also. Wetter. Der Wacker hat mir jetzt seine Speedmaster gezeigt. Oh, schön. Ja, aber für mich ist das prima Original. Ach so. Und dann fehlt übrigens die Lünette. Hat die Lünette zum Drehen, sag mal, die Speedmaster? Ja. Ja, die fehlt dann nämlich. Kam mir so komisch vor, das Ding. Und dann hat sie einfach nur einen aufgedrückten Deckel. Kommt mir auch sehr komisch vor. Ich sag, du Wacker, ich sag, ich kenne die eigentlich nur mit verschraubtem Boden. Ja. Sagt er, ja, nee, die Speedmaster-Modelle, die hätten nur so einen Boden. Wisst ihr, ey, naja, der erzählt ja auch viel Müll, wisst ihr? Und dann habe ich mir die draußen angekickt vor der Tür mit Ali, der hatte dann auch mitgekickt, der kannte die, glaube ich, noch ja nicht. Ja, dann fing er so leicht an zu niedern, mit der Backer, denn Ali, pass auf, war, damit die, dass sie nicht nass wird, war, die dürfen nicht nass werden. Ich sage, ey, Backer, wisst ihr, ich habe mir mal eine Speedmaster, ich rufe, zeigt die über Nacht ins Wasserglas, die lebt einfach nur mal, um zu sehen, ob die wirklich wasserdicht ist. Da war mir ja, ich hatte ja eine Garantie, dass ich die ja neu gekauft. Ich sage, sag mal, Wasser muss sie abkühlen, die Uhr. Ja. Und dann mit diesen flachen, aufgedrückten Deckel. Also. Überhaupt, nee. So Zeigerstellung, alles wunderschön, schönes Ziffernblatt. Aber dann kam mir der Rand so komisch vor, er hat ja oben eine Zahlenskala drauf und dann so ein scharfkantiger Rand war. Und dann sah das so aus, als wenn da irgendwelche Drückmechanismen drin sind. Und dann hatte ich mir überlegt, da gehört garantiert eine Lünette drauf. Wisst ihr, das ist dann wahrscheinlich das Rasterding gewesen, wo die dann immer einrasten. Das Ding hat ja auch eine Lünette. Von der Qualität ist die 10-mal besser, wie die er mir gezeigt hat, die angeblich echt ist. Sie kaufen für Dusi. Ja, Dusi wäre ja gut, wenn sie komplett wäre und original. Ja. Dann wäre das ja ein guter Preis. Kannst du dir ja mal anklicken, immerhin. Wie kommt der da drauf? Ich weiß es nicht. Auf was denn? Guten Morgen, ich bin im Fahrradladen. Es geht jetzt wieder los. Schließe die ganzen Räder ab. Hab ein paar Sachen schon rausgebracht. Arnim war schon da. Ja, nochmal gucken, was heute passiert. Wenn es interessant wird, schalte ich ein. Okay, bis dann. Ciao. Jetzt bringen wir mal noch was raus. Noch ein Klapprad. Diese Tür muss raus, definitiv. Heute kommt bestimmt auch wieder Thorsten vorbei. Heute ist schön Wetter. Dann noch eins. BMX. Und so weiter. Jetzt wird halt ausgeladen. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin das noch nicht erreicht. Ein Kinderarzt wollte ich ja anrufen. Keine Ahnung, ich werde, glaube ich, einfach mal hin marschieren. Weil die haben ja nur Urlaubsferien-Sprechstunden. Und danach muss ich noch was besorgen. Was ist denn mit dem Kinderarzt? Ein Augen? Nein, wir bescheinigen für die Kita. Sonst darfst du nicht in die Kita gehen nächste Woche. Ach so. Ich dachte wegen Anux Augen, weil die morgen gestern kam es ja schon wieder so runter. Ich glaube, das ist eine Allergie. Wo ist denn jetzt hier mein Zeug? Habe ich hier in die Ecke geworfen. Mama. Mama hat mir Zeug. Ach, 49 Euro. Ich gebe mir einen Euro geschenkt. Na, auch egal. Ja, eigentlich schon Kaffee. Er ist auch schon trinkbar. Drinkable. Und vier Brote: Leberwurst, Salami. Und Käse. Das ist das heutige Menü. Ja, schön. Na gut, ich muss jetzt mal. Hab's mir verdient, hab gerade was verkauft. Ja, hast du gut gemacht. Ja, hab ich gut gemacht.
Zur nächsten Woche muss ich was bestellen oder zum Morgen muss ich Ware bestellen wahrscheinlich. Erstmal, wenn, guck mal, wenn du überlegst, das ja. Also das hat wirklich abgenommen. So, wer ist denn heute im Schiet? Ist denn heute wieder im Schiet-Schiet-Schiet-Schiet-Lach? Oder ist heute keiner im Schiet? Der Name. BMX. Schon wieder heute. Kinderfach hier. Ja, bitte. Ja, hallo. Hallo. Ja. We would like to rent bikes for today. Is it possible? Ja, I think, yeah. It's possible. For today. So, it's 8 euros per bike. Okay, perfect. Ja, just a minute. Yeah. Ja. Aber sie guckt sich das doch die ganze Zeit an. Blumen, das ist ungerecht. Das darfst du nicht machen. Das sollte aber ich nicht haben. Vielleicht gibt es dir, wenn sie fertig ist, wird es dir geben. Okay, aber jetzt nicht schlecht. Jetzt reicht's. Okay? Nicht das Anhub liest.
Sie ist gleich zu früh. Ist gleich so weit. Die erste Mal, die erste und die zweite, der Ende. Nein. Also wir nur das zweimal haben. Ich nehme nicht auf. Ja, guckt. Könnt ihr euch später angucken. Hallo, Lunde. Guck mal, das hatte ich doch. Lass es. Ich werde nicht. Du kannst es gleich haben. Du kannst es gleich haben. Gespielt und dann ist es gleich fertig und dann kannst du. Du darfst nicht weinen. Du darfst nicht weinen. Thank you.
ich glaube, es ist Stahl oder ein Putzig davon. Ich bin gleich wieder da, ja. Ich spule Stahl oder Putzig. Lass das Buch hier liegen. Leg das Buch hier hin. Sag ihr Bescheid, dass du fertig bist. Lass dich nicht beleidigen, es ist okay dann. Sag ihr einfach, du bist fertig. Sag ihr einfach, du bist fertig. Okay, gut, lass sie. Komm her. Das ist okay, setz dich hin zu mir. Lass sie doch. Süß, wie süß. Ich hab den Kopf, ich lieg sie auch ganz schön. Schön, dass ihr beide unglücklich seid. Süß für sie. Wie sie miteinander. Du hast ja nichts weggenommen, ist alles gut. Ist ja den Kopf. Ja, du hast die ganze Zeit schon. Du hast die ganze Zeit schon gelesen, ist alles gut. Die will ich auch gar nicht sagen. Die wollte nur Aufmerksamkeit haben im Moment. Weiß ich nicht. Hab nicht gehört. Meistens ja, eins haben wir noch da hier, dieses. Das hier? Ja. Was würde das denn kosten? 8 Euro für heute. Für heute? Ja. Darf ich das für 5 Minuten vorsehen? Das Kind ist ja um die Ecke. Das, da komme ich ja mit der hier. Hast du es denn? Ich mache es auf jeden Fall, weil ich das suche ja schon seit einer Stunde im Fahrrad. Okay. Ja. Ich hole die Maschine, ja. Okay. Lass Lume in der Ruhe einfach. Lass sie einfach, ne? Die muss man sich selber erstmal lassen. Ja, das hat sie schon genug zu tun, glaube ich.
shine. Let's see what goes. Super. So, und die Familie ist wieder da. Das ist ja wie kostet over. Ich war ja kurz bei unten bei DM. Wurst. Und dann war da diese Wursttheke und Skat, ich hatte den Finger gleich da so. Dann haben die sich aber auch gefreut. Ich habe den Eindruck, sowas gibt es gar nicht mehr. Was? Dass man einfach so ein Würstchen holt so für ein Kind oder so. In die Hand. Ja. Sie kam zu Kita, Papa. Ja, Skat, die hatte alle glatt gemacht, alle Kinder in dem Wartezimmer. Alle, die aufs Spielzeugschiff wollten. Hat alle Glück. Den einen Jungen hat sie gekniffen. Dann, als er nicht reagiert hat darauf, er sollte weggehen, hat sie ihn dann einfach hochgeknüpft und dann ist er weggegangen. Mama, weißt du, ich kann das schon ganz gut. Bei mir, bei Papa, hat das Papa gezeigt und der ist gar nicht mal runtergefallen. Ja? Guck mal. Was so ein bisschen Üben ausmacht, oder? Auch nicht von hinten? Toll. Toll, was so. Einfach so üben. Ja, einfach üben, ne? Was ist da? Das ist nur Schwämme und sowas. Was ist da ein Schwamm? Ja. Mama, was ist dort in der Tüte? Das ist nichts. Gesessen und sich das Buch angeguckt und Blumen kam eine halbe Stunde später raus irgendwie und dann, oh, das hatte ich zuerst und wollte das wegreißen, das habe ich unterbunden. Die ganze Zeit, wo ich gelesen habe. Hm. Ja, und dann hat sie ein Riesentier, ach, sie wollte immer Theater. Ist okay, Anouk. Ich wollte einfach nur Aufmerksamkeit. Hat sie neben mich gesetzt und hat sie gejammert und geklagt. Und kurz bevor natürlich Blumen, Anouk fertig war und ihr Buch geben wollte, ist aufgestanden. Und hat sich da hingesetzt und da gemeckert. Meckert über Anouk. Anouk hat was geweint. Was hat sie denn? Was hat sie gesagt? Du lebst die, ist alles gut. Du kannst machen, was du willst, Anouk. Ist alles gut. Ah, jetzt kommt die Sarah, oh, die ist auch so klein. Na Mensch. Na Mensch. Das könnte klappen. Könnte klappen. Beim Fahren wird es stimmen. Fahrrad fährt, das ist gut. Ja, deswegen wollte ich den Helm haben. Ja. Der Helm muss mal gucken, ob wir einen Helm noch haben. Schauen wir mal rein. Okay, ich räume drüben aus. Weil die Wurzel hier reinkommt. Ich mache mich jetzt ein bisschen raus, alles.
bei allen Frauen so, dass sie so ein schlechtes Verhältnis zur Zeit haben? Nee, ich glaube, das liegt an was anderem denn. Oder? Ja, die konsumiert ja nicht, aber die hat echt ein schlechtes Verhältnis zur Zeit. Hat sie den Apfel schon sauber gemacht da, die sie gefunden hat? Ja. Nee, die steht noch nicht im Tisch. Die musst du sauber machen, oder was? Niemals! Na, ich finde es ja nicht mal so schlecht. Also ich meine, wenn das. Naja, also schön sauber machen, halt, wa? Muss wir gucken, ja, mit dem Elektro. Ja, gut, Kerzen drin macht ja auch. Mit dem Kerzen doch. Das sieht doch viel besser aus. Wenn ich brauche nicht so tiefer hin, dann muss ich die Decke nicht abbrennen. Ja. Jetzt finde ich es auch bei denen hier so geil. IRC. Ah, oh Mann, was ist denn da los? Die Tastaturen, ey, furchtbar. Du siehst ja, was mit der ist. Schreibfehler ist da. Macht da mit der. Ich komm mit den Tasten nicht klar. Mit den. Das ist nicht. Das ist nicht gut, die Tastatur für mich. Also, tipp ich immer mal ihn daneben so ein bisschen. Ja, da machen wir mal was Gutes. Wenn ich mal eine Woche damit schreibe, ist das vielleicht doch alles okay, aber. Wir sollten ja noch Fitness machen. Hau den nicht aus. Sehr steif die Gabel. Was soll ich denn das machen, ey? Ich hab die ja kaputt. Wie ist denn das ein Zentimeter, wa? Verteilen wir mal. Da habe ich nicht ein Alter.
Mountainbike. Knabe. Ach so. Rennrad. Kabel. Die Uhr? Die X. Ach, was ist das? Das war gut. So 19, ja. Ja. Also darf ich mal die Luftpumpe benutzen? Ja, danke. Wie viel wird denn da alles dafür? Das geht, jetzt hat er sie schon. Willst du noch sagen, 30? Portemonnaie. Also die Bremse passt nicht ran. Oh. Ah, hier hinten ist auch eine GX-Nabel drin. Die Bremsen sind falsch. Offensichtlich. Mensch, Mensch, ja, Mensch. Der sagt immer, ihm geht schlecht. Was hat er denn? Warum immer? Hörble. Hörble. Das war schlecht. Magentablette hilft nicht. Ach so. Ruhig. Das ist scheiße, das bremst, das ist Kakerlacker.
Ja, ich weiß. Ja, ich muss was machen heute. Viel zu tun. Ich schock Parajok, viel Arbeit, wenig Geld. Wenn ich jetzt schon hier auf dem Baum, dann kann ich das besser planen, nachher mit runterbringen. Und Carsten holt von der Hundertschaft vom Fahrrad geholt. Da habe ich auch schlecht verloren, ja? Ich werde noch zum Mittenbinden, zum Festbinden mitgenommen. Eventuell. Ja. Oh, heute ist ein bisschen unaufmerksam. Oi, 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 wenn ich das Ding schon sehe, weiterpfeffert. Kann man die Tür hier einhaken? Da führt ein Haken. Hallo, Arnim. Wie hast du denn das hierher gekriegt? Du. Kannst du mal aufschneiden? Ja. Das sieht sehr gut aus. Luftlöcher zum Atmen drin. Ja, kann sein, ich hab's ja verpackt. Ich hab's jetzt entweder so gemacht, dass man das gleich wieder verwenden kann, wa? Naja. Ach, Tommy wieder. Im Grunde vom Upcycling. Na, scheiß Upcycling. das war halt so, plug and play, genau. Ist das eigentlich eine Herabwürdigung, Upcycling? Stelle hier, schade. Nur wenn von oben drin hier oben ist. Kannst du das dran lassen oder nicht? Mach ab. Also, ich wollte nicht. Das geht. Super, das ist auch 10.000, das finde ich so geil. Ja, stimmt, ja. Ah, das ist hier schade. Sehr, sehr schade. Naja, das ist ja gut. Ach, hier ist auch noch ein bisschen was, aber du kannst ja abschleifen. Aber ja, gut ist, dass es nicht geschimmelt ist, wa? Na, hier so ein bisschen was angefangen. Aber sehr gut, eingepackt. Sag mal, ein paar Monate gleich. Besser wäre vielleicht gewesen, hätte sich nur abgedeckt. Das würde wie 120 oder so war, echt leicht aus, weil es schon so ausgetrocknet ist. Oh, mal kippen. Ja, nicht anheben, einfach nur, ich würde es so aufkippen. Ich würde es ja so mit Hebeltechnik sozusagen machen. Ach so. Wobei, Arnie muss ja nicht üben.
noch ein bisschen mehr. Das biegt dann wohl doch irgendwie was um die 250 oder 300. Ich würde zwar gerne kippen, ist klar. Der Wagen hält den Preis. Jo, der Wagen hat schon 400, 500 Kilo. So, aber genau, das Transportierung. Genau. Genau. Nicht schlecht. Bei dem Wagen kann man ja auch anheben, sozusagen. So denn, und dann nicht so miteinander kippen. Fraktion, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Ob wir das hinkriegen. Die Schnüren. Oh, da unter wachsen Pilze. Ich bin zufrieden. Der Lagerqualität. Warte mal hier. Ja. Ja, dann musst du aufpassen, dass es nicht runterkommt von den Steinwagen. Ja. Nee, tut es aber nicht. Sollte es auf der Seite jetzt das tun. Ich wollte jetzt einfach umschlagen, einmal umlegen. So, was hältst du davon, wenn ich einfach einmal umschlagen? Naja, komm. Ja. Erstmal den Kipppunkt finden hier. So, ja. Sag mal selber, was denkst du? Leicht andersrum, doch genau. Andersrum? Ich? Du kannst ja mal probieren. Den Wagen. Genau so. So würde ich denken. Da den anderen da. Oder machen wir das hier einfach hoch? Da wird eine Seite oder? Aber ein Stück nach vorne mit dem Wagen. Ich muss mal echt erstmal aus. Ja, ja, okay. Muss man ein Stück gefahren werden. Okay, so. Jetzt hoch und drin. Genau. Jetzt hoch. Und drauf.
Kartenmäßig, wisst ihr? Sollte da hinten hier die Seite oder? Jetzt würde ich den Zugutschein nehmen und das Ding hier vorne erstmal vorfixieren. Das ist nun ausgerechnet. Ja, aber das rutscht denn Lobio drin. Das ist. Also das hier soll hin, ja, oder was? Okay. Ja, hin, ja, naja. Alle Fälle ist das schon fast korrekt. Mal vorne oder? Ich würde mal hier doch wieder zwei. Ja, ist in der Festseite die ganze Zeit. So, jetzt hebt er ja ab, wa? Check mal. Also der ist vielleicht genau ausbalanciert. Na, genial. Mal ein Stück nach vorne wischen. Pass mal hier. Easy Handling. Ja, so war naja. Ja, ist ja gut, kann man ja hier so wunderbar. Hier sind die Griffmühlen. Na, aber gut gemacht. Ich meine. Gut, aber noch sind wir ja nie da. Nö. Aber wir leben noch. Ja, das ist überall. Ja, das ist natürlich.
lassen, das machen wir natürlich auch. Die Plane noch zusammenrollen. Die Steine habe ich von hier rüber. Die machen wir. Sehr viel unterwegs mitgenommen? Nö. Nur Rasenmähen muss jetzt an der Stelle. Musik. Rasenmähen! Die Achse, dann kann man kommen. Sehr schön feucht die Zeit. Naja, aber halt der Rest sieht gut aus. Eigentlich richtig schön. Fertig, da sind wir. Kann noch ein bisschen trocknen jetzt. Ich hab hier komplett eingestopft jetzt. Na, lass jetzt. Also, achso. Unten liegen von Kropp zwei Pakete. Wolfgang kommt später. Eigentlich auch nur was für junge Leute. Für leichte junge Leute. Mann, für Thorsten vor 20, 30, vor 30 Jahren. Das ist das Problem. Das ist nicht, das ist Nostalgie, das ist naja. Eh nur für die Wand. Das ist nur für die Wand. So.
Scheiße, wenn du hier jetzt noch einen fetten Stahlträger hättest. Aber hast du ja nicht. Damit hatte ich den auch erledigt. Könnte man denn am Seil hier runter? Der hat das Seil gespannt. Wo ist der angehängt? Kommt er hier durch? Ja, ja, klar. Hier unten, die sind alle. Das kann man ja wegräumen hier. Ja, brauchen wir nicht mal. Doch, das ist ja, das kommt ja dann so rum. Das ist ja markiert, das ist ja schnell. Das ist das Schwierigste? Nee, obwohl, das ist ja hier die Ängste stehen, das ist ja hier ein Fenster und eine Kamin und da kommt sie vorbei. Das Schlimmste, Schwierigste ist ja die Treppe auch raus. Na, ich räume das jetzt ab hier. Ist das Brett lang? Ja, ganz in Ruhe, räume ich das ab. Ja, ich meine, vielleicht wäre es besser, wenn wir die Wurzel, also die ist ja schwer, weil die irgendwie wegkippen sollte. Ich krieg immer was zu essen. Cool. Da was kann ich essen? Ja. 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 Du musst was, was soll ich stimmt essen? Jetzt, Alter, das ist so. Jetzt ist ja total nichts anderes. In die Stille und weckert mal rum hier. Ja, gut doch, ja. Mann. Teile ich mal mein dünnes Brot mit dir. Danke, danke, danke. Aha. Na ja, dann werde ich mal einpacken. Ich brauche eine Kiste. Mach mal auf, sag ich mal. Hier muss man auch räumen, Mann. Ja, ich. Für die Zeit war das ganz gut, wa? Genau, das ist immer alles stimmig. Mit der Wurzel, das wird alles, das klappt alles. Alles gut. Ja, ich hab da auch gar keine Bedenken. Die Großen hatten früher die Zeit. Das ist eh stinkig. Ja, vorher war auch noch nicht stinkig. Aber auch nicht immer alles, wisst ihr, ja, bau doch von hin und her. Ich kann ja nicht an meine Räder alles umbauen lassen. Dann hat er mir das Rad doch nicht verkaufen dürfen. Jetzt hat es an mich geschenkt. Was soll ich denn sagen? Jedes Mal wird was umgebaut. Dann braucht er das, dann braucht er das Teil davon, das geht ja nicht. Oh. Das ist an Lux Rad jetzt. Verkauf vor Monaten. Da kann er doch nicht jetzt alles auseinandernehmen und umtauschen wollen. Verkaufsverkauf. Ja, meine Tochter nicht mehr klar machen. Haben wir dafür einen anderen Platz? Vielleicht hinten so eine Gaskammer? Ja, Gaskammer. Da steht ja auch über jeden das seine. Mir das meiste.
Jetzt gibt's was zu essen. Ich mach mir die Hose zu. Dennis ist nicht da. Dennis ist abgehauen. Also, wieder. Ja, hoffentlich. Wir sind ja wieder hingegangen. Ist. Na, jetzt gibt's erstmal was zu essen. Hast du heute eine Art Hunger? Ich esse jetzt was. Was ist das denn hier überhaupt? Geh weg. Ich meine, was ist denn das? Das habe ich mir besorgt. Oder gefunden. Ich packe ein Stückchen sauber, bis hier ungefähr. Schneide das ab. Und das schmeiße ich weg. Ich will den Keller. Ich guck mal ein bisschen die Tage, mal sehen, vielleicht morgen oder übermorgen. Im Keller mal ein bisschen was bauen. Da fällt man irgendwann die Mitte dann. Keine Ahnung. So. Das ist doch gut. Das ist schon. Das ist hier weh. Gut, noch. Steine drin? Hm? Steine drin? Was für Steine? Die Kirschsteine, oder so, da drin sind. Diese Kirsche. Das ist Gulasch. Ja. Da soll eine Kirsche drin sein. Ich dachte, ach, wieder. Wie gesagt, wenn du was hast, so für Kleinigkeiten, du bist überhaupt nicht. Bin ich bereit, du hast mir geholfen, ich kenne dich ja nicht. Ja, kein Problem. Ja. Muss mal sehen, wenn Umzug ist oder so, dann werden wir das wahrscheinlich dann da. Erstmal muss er was gemacht. Ja, ja, ich werde mit dem Macht werden und helfe ich auch dabei. Ob der Mann eine Tapete anreißen muss oder irgendwie was, oder ein bisschen Pinsel und so weiter, die Decke bei der Pfanne reißen, wenn ich scheiße, kann ich ohne. Sollte ohne ziehen. Zimmer und eine Küche. Oder ein Zimmer und eine Küche. Okay, weiter ja nicht. Nicht mal ein Klo. Und da nicht mal ein Klo? Nee, das muss man reinbauen. Ah, je. Ja. Oh, blöde, wa? Hier ist ein Bremschen, da macht sie mit. Nicht der Ausgang, da ist auch. Ja. So teuer ist ja nicht immer was. Ich überlege, wie man das macht. So. Hallo. Mann, was ist denn der? Das ist doch auch nicht. Der haut ja einfach ab. Scheiße. Ich weiß nicht, weil er nachher hat Hunger. Na, aber ja, wir wissen ja, mein Kopf hat ja gekocht für uns später. Also für uns alle. Ich hätte wieder hingegangen, so hier runter und nicht. Wenn du nach Hause gegangen wärst, wüsste ich nicht. Vielleicht ist er kacken. Ha? Vielleicht ist er kacken. Du kannst möglich sein, ja. Ich will mal kacken. Na, zu Hause. Zu Hause? Also bei seiner Frau. Sowieso heiß. Das haben wir voll wieder. Ach, warte. Na, aber der richtigen Gulasch. Ja, na klar. Oh. Ja, ja, ja. Na, auf dem Tisch, da kommst du noch nicht ran. Na, na. Ich bin nicht mal alle los.
Da kommt Dennis. Ich komme mal, Dennis, mal kurz zu. Also gibt da was zu essen? Nee, das soll nicht zu fassen. Mensch, das ist ja nicht zu fassen. Ah, hier wird was zu essen. Schön. Ja, das für dich was extra zu essen gemacht. Da freue ich mich so sehr. Ja, da kannst du nach hinterher essen. Wolle, willst du mir jetzt hier Tipps geben, wie ich essen kann? Nein, ich würde, nein. Naja, dann hier, ha? Ha? Den esse ich dazu. Bist du nicht für außer Hand? Außer du, du kannst ja nicht wegfahren. Wenn du mal was fahren kannst in der Stunde. Wohin denn? Warte. Du kannst was holen. Bei mir. Ich wollte jetzt für dich und wir den Tagschuss sehen. Immer wo. Ich hab mal noch die Möglichkeit. Der will nicht. Der kann nicht, dem ist schlecht. Dem ist schlecht, der muss kacken. Ach, Ditti. Ah. Ja, ich nehme gerne eine. Kleinere. Alle gleich. Wolfgang, hoch. Nee, danke, danke. Na so, ist heiß. Na, heiß, heiß. Heiß. Ja. Die schmeckt immer ganz gut bei Edeka, wa? Ja. Ja. Und Mike ist so ein Uni geholt, den ganzen. Für 3,80. Und war ja sehr gut. Also hätte ich nicht gedacht. Also besser als vom Schweinetürken. Was ist denn der Schweinetürken? Alle sind Schweinetürken. Ach so, alle. Weil Jüngerbach oben. Aldi. Ach du wieder. Ach du wieder, Licha. Oh! Ich wundere mich, was hier passiert. Die Erde bewegt sich. Die Erde bewegt sich, ja. Hört mal. Ach, brauchst du so einen Tisch? Du, ich hab den Tisch nicht gemeint. Hä? Ich hätte also den, nee, hab ich gemeint. Nee, den kann man ausziehen. Ich will, du bist ja nicht gut. Kennst du jemanden, der den braucht? Ja. Alex. Bin mal gut. Nee. Ist der zu tief? Ich brauch einen guten Tisch. So, haut wieder ran. Gleich mögen wir. Ganz besonders. Der andere hat einen Tisch oder aus Holz mit vier Füßen und der fällt schon langsam auseinander. Ja, nee, das
Den kannst du so haben, wenn du willst. Physik ja. Und ich will kein Geld von dir. Physik ja. Doch, ich ja wohl. Ich bin jetzt von dir. Ich bin jetzt von dir. Ich bin schon. Ich bin doch nicht, aber Physik ja. Ja, über Nacht draußen stehen lasse ich ihn nicht, das mache ich nicht. Nein, dafür ist auch zu schade. Ich würde schon jemanden nehmen, der wird gebrochen verkaufen. Man, die ziehen den Luxus, die wollen sowas nicht. Oh, das wusste ich gar nicht. Wo geht's denn hin? Flensburg. Flensburg. Luftwaffenstützpunkt. Ach nee, das ist in Rendsburg. Also, nicht Flensburg. Aber über Flensburg geht nach Rendsburg. Ja, Mitspurt in Flensburg. Mitspurt kennen? Ja, genau. Da nach Ruhe mit. Ich habe nicht runtergerührt, ich habe nur oben aufgelegt. Also ja, ist alles gut. Ich mag es nicht mal. Kann man sich doch verstehen, weißt du? Ja, nicht viel. Sag mal, Wolfgang, du bist doch bloß ein großer Meter, bloß brauchst du einen großen Tisch. Ach so, das war's. Ich bin ein bisschen Meter. Dann jetzt wieder runter, auf und nieder. Auf und nieder. Mit dem Mieter. Meine Miete, was kommt denn da? Ach denn nicht. Boah, kann man das noch höher stellen? Nein. Das kann ich stellen. Ich brauche gar nicht hinzugucken, das wäre verschenkt. Warum
Schlosser überhaupt entstanden sind. Was? Ja. Wer macht mir denn das jetzt auf? Ja. Ah, da haben wir den Notdienst, den 24 Stunden Keuschheitsnotdienst. Ich schätze mal 13 ist die Uhr. 13, das wird immer schlimmer. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich glaube, die 15. Sie sah ja sehr jung aus, aber 13 hätte ich mir nicht gedacht. Aber du kannst sie nicht holen. Ich weiß es nicht. Fahr mal die Mutter bei dir. Fahr mal die Mutter. Ja. Was kannst du denn machen? Wirklich? Ja, ich kann ich umhauen. Aus väterlichen Angstgefühl heraus. Das geht nicht. Das sind aufheben und einfach weiter rauf. Ja, ja. Das Rummelpaul hat er gesehen. Ah. Ja, was wollt ihr? Wisst ihr, was Rummelpaul immer macht? Der macht immer das zu trinken. Das habe ich mal gesehen. Nein. Ja? Na, Flasche da oben drauf, war, das mal guckt da und dann gibt er den Rest drin und stellt die wieder hin. Ja? Da habe ich mir auch gewundert. Den habe ich ja selten gesehen, aber immer habe ich ihn gesehen dabei. Bestimmt, der säuft doch ja eben. Ich weiß nicht, ob er säuft. Ja. Das war, ich glaube, das war noch nicht mal was Alkoholisches. Das war irgendein Getränk, was da stand. Nee. Hier auf dem Fenster sind und dann ist er hier vorbeigelaufen. Das war auch schon eine Weile her. Da hat er das Ding gesehen, so guckt sich das so an. Alle macht ihn nicht schnell. Vielleicht wollte er doch einfach mal probieren, Interesse halber. Geht zur Oma runter und er kommt den je. Ja. Ohne Paul. Das kann ja mal passieren, klar. Nein. Was? Ja. Ich hab den noch nie saufen sehen. Hat er den Lehrmeister? Hat er den Lehrmeister ausgetrunken? Da habe ich den noch nie gesehen. Ja. Naja, klar, ich hab da mal einen genommen. Aber das ist ihm dann noch unangenehm. Hat er schon öfter hier gemacht. Jetzt siehst du aber seinen Ruf ganz schön runter. Er hat doch hier den Ruf eines Mediziners. Gestern oder vorgestern hat er mit seiner Betreuerin gesehen. Ja, gestern kommt heute mit seiner Betreuerin gesehen. Er hat jetzt nicht viel weiter. Der Ruf eines Piloten. Da sagt er zu mir, hat sie ihn ausgeschimpft? Nein, ich bin hier. Ach so, hat sie ihn ausgeschimpft? Die ganze Woche, ich kann hier einkaufen.
Und da sitzt er dann meistens mal hier, weil er bei dieser Kölnbahn ist. Da sitzt er sogar ein. Ja, komm, möp. Kugel ist schon ruhig, ne? Das ist schön. Das ist schon ganz bekannt in Berlin. In Berlin? Ja, hab ich. Weißt du, was wir machen, Wolfgang? Wir machen ein Kartenspiel von der Straße, ein Birknerskat. Und jeder kriegt ein Blatt. Na, ich bin auf alle Fälle Herbstkönig. Ach so. Birkner König, Birkner King. Der Tommy hat ja mein T-Shirt hoch. Und dann gibt es ja noch drei andere Könige. Einer davon wird auch Rubbel. Haha! Rubbel macht Kreuzkönig. Ich bin der Joker. Aber ja. Wohne hier ja nicht. Ja, geht ja um die. Geht ja um die. Ja, aber so ist ja eine coole Idee. Ja, ja. Sind die trocken? Oder die? Die gehen zum Mittel. Hast du noch keine Gäste? Nö. Ich wollte die Suppe nicht versauen. Mit der schnöden Bulette. Ah, das ist ein Durstkissen. Oh mein Gott, hier ist ein okay. Du warst ein Frühchen. Hallo, die Waldfee, Alter. Da geht's auch noch ganz schön ab da. Kannst du mal pumpen, ey. Da kriegst du auch keine Hose. Ja, aber die. Senfflecken besser gepasst. Aber Wolfgang hat mir Senfflecken geschenkt. Ah. Aber da bin ich ein bisschen misstrauisch bei dem Sohn. Der ist ja schon alle. Habt ihr das alle? Ah. Der Fühl Senf da? Der Fühl ist nicht. Da hab ich drauf gegessen. Ach. Ja, aber immer das einfach getan. Ja. Der Senf kann ja auch nicht schlecht werden. Ach so, nee. Ja, die wollten heute oder morgen oder übermorgen kommen, wa? Das war so ziemlich ja, Freestyle bei denen. Die sagt, dann hast du Zeit. Ich hab nicht gesagt, dass du Zeit hast. Flocke. Nee, wir haben gesagt, dass wir. Wir haben gesagt, dass wir Zeit. Da hab ich aber nicht. Ich hab das Zeit. Ja, bitte. Ha ha.
Junge da. Ach, ich wo. Kannst du mal halt mal wegschmeißen. Böse, ich hab noch drei. Hab da welche zu Hause, da kannst du welche haben. Von uns kannst du auch eine sehen. Sie, kommt ja. Heute Abend noch runter bei mir, ja? Okay. Um 4 Uhr? Naja, so 6:30, 7:30. Super. Kappa für dich. Okay. Da am Armbrot. Bis später dann, ja? Ja. Okay. Ja. Genommen. Also war in deinem Kasten drin oder hast du die da drin gepackt? Na, eins hat die verbiegt, ich hab heute gepackt. Ja, das ist richtig. Heute gibt's heute Rehe. Was gibt's? Heute Rehe. Ist mal was anderes. Wieso? Na, ich hab's ja schon lange nicht mehr. Und gerade, ja. Hat er gestern, hast du gestern vor Mittag schon geschüttet, wa? Gestern, Samstag am Mittag. Ja, die letzten Tage nur. Ja. Mal so eine kurze Schauer, mit der Jan. Ja. Und wenn du dir mal vornehmen wolltest, hat es geregnet. Ja. Thank you.
Industrie ist da wieder nicht teurer und Billiger und das wieder nicht teurer. Ja, verschieden. So ist es. Können Sie nämlich auch die Elbe
die Booten dann zurückziehen. Ja. Erst hier blank ziehen und dann nicht ranlassen. Das ist ja wie Nutten bescheißen. Ja. Bezahlen und abhauen. So schon mal gemacht, Wolle, Nutten in die Prell. Bezahlt und nicht gefickt. Die werden richtig bissi denn. Bezahlen und abhauen. Nute Schlute. Nute Schlute. Der Spielautomat. Jo. Hör du Mensch. Spielautomat, der Spielautomat, der Spielautomat. Spielautomat, der Spielautomat, der Spielautomat. Automat, Automat, der Spielautomat. Hättest du es für sinnvoll, jetzt mal wieder anzurufen bei dem guten Kollegen hier mit seiner verstorbenen Frau? Na gut, mal ich noch wieder Abend war. Ganz in Ruhe. Abend ist mal besser, vielleicht arbeitet der ja auch gerade. Wie lange ist denn das jetzt her? Na ja, ich meine, 4 Wochen war. Das ist ja keine Staatstrauer, den halten jetzt. Wolfgang, ich schmeiß es weg. Was soll das denn?
unser Steingut aus Mettlach. Ja, hier, schmeiß ich weg. Den kommt hier aus Mettlach, oder? So, von Willeroy und Boch Mettlach, oder? Mettlach wäre Willeroy und Boch, ja. Also die ersten, also die erste deutsche Porzellan, das erste deutsche Steingut ist da hingekommen. Hab ich gehört. Naja, nee. Ah, nee. Aber erzählen die denn da auch immer, ey, Mensch. Ich gedacht, jetzt zeigt mir mal irgendwie sinnvolles Wissen an ihr eigenes Buch nicht. Ja, da hätte es ja schon. Ja, Steingut oder hin. So alt sein wie. Steinkohle. Genau. Steingut. Aus Steingut wird Steinkohle. Das ist ja kein Teppich, kann man ja nicht unter den Teppich kehren. Ja, wir kommen jetzt den Schreibfehler hin. Ich finde das so witzig. Gebührenpflichtig. Wer macht denn so einen? Ja, echt mal. Gebührenpflichtig. Das ist ein Unikat, wa? Ein Schild. Ja. Glückwiegung. Ich meine, ich. Oh, der nicht, aber deswegen neue Kopie um. Ja. Wegen Gebührenpflichtung. Wohin ist es gelegt? Ready first time. Oh, Zeit. Die Brille. Oh, Lord. Ja. Ich glaube 4 Euro wieder. Glaube ich nicht. Das ist ja witzig. Guck mal hier. Du freust dich ja mal, wenn du das selber findest. Ja, ja. Nimm. Da hat man mal da hingestopft. Letztes Jahr oder so. Das kommt ja alle zum Vorschein. Jetzt! Eigentlich. Genau in solchen Aktionen. Genau bei solchen. Ja, jetzt habe ich den Vorhinein. Das ist Mist. Tut mir leid.
Ich hab mir meinen Freund da oben vorhin so. Dann, ah, ha, ha, ja, 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 ja. Ja, da war ne? Dann hast du einen Euro reingepackt, ja? Ursprünglich war es mal ein Euro. Am Ende fällt es ja wieder so über Tier, dass das Tier so frei ist, alle, dass ich das so lasse. Ja, bis wohin gibt's Klavier, wa? Was sagen denn auch immer alle? Ah, das sieht so schön aus, so leer aus. Ah, ist das neu. Ja, aber nach einer Woche sehen sie es schon nicht mehr. Ja. Ja. Veränderung ist immer was, wa? Ja. Ja, siehst du, Wolfgang, sag ich schon. Thorsten ist schon der Erste. Ah, oh, schön, so groß und leer. Aber da kommt wieder was Neues. Ich hab das ja auch. Ui, hier ist ja was kaputt hier. Ich hab das ja auch nur gemacht, weil ich die Ware gekriegt habe von den Zigeuner. Weißt du noch, Dennis? Ja. Von Zigeuner Joe? Von seinen Kellerräumungen? Deswegen, eigentlich kann es wieder weg. Mein Gott, ich lasse es weg hier vorne. Gemütliche Sitzecke wieder. Den Wartebereich wieder aufbauen, so wie in der Arztpraxis. Dennis, du bist ein ehrlicher Mensch, das finde ich gut. Kriegst du ein Führungszeugnis von mir? Zu unserer vollsten Zufriedenheit gearbeitet. Hier ist das ein Führungszeugnis. Irgendwann offiziell berücksichtigt, was ja nicht drin steht. Keine Eintragung vorhanden. Oder so steht ja immer. So, oder? So, wie ist er? Ich hab den Vorlaut. Hast du nicht abgeholt jetzt? Den hat er gestern mal eintragen. Du bist ja nach Hause geschickt. Das dauert ja noch 2 Wochen, bis du kommst. Ja, du musst mich anmelden. Das ist nur eine Kacke. Also anmelden musste ich mich dazu. Also hier mal den Annahmebereich jetzt hin. So. Guck. Ja bitte, die Menschen. Mensch, mein Freund. Um. Mensch, sein Freund. Sein Freund. 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 Komm zu mir. Freund. Achso. Ach, Brummel. Brummel, du alte Haubitze! Ja. Und Alpe macht die Beine rein, Fitness ist eine Herrlichkeit. Mann. Warum bist du kein Dichter geworden? Warum bist du kein Priester geworden? Dichter, das ist Dichter. Dichter. Herr Priester. Der Priester ist ein ganz barbares Schwein. Ja. Er holt den People raus,
steckten kleine Kinder in die Arschfotzen rein. Oh, ja, das ist gemein. Wurde ja gemacht. Das ist aber nicht gut. So, jetzt Ruhe, meine Tochter kommt, Ruhe. Nuki! Ja, brauchst du den Tisch hier? Nö. Nee, weil ich hab den zu verschenken. Deswegen. Nee, klar. Ist nicht für dich, ne? Da hat Singer noch besser, hat Stühle genommen. Oh. Die Kinder, die ins Kreuz gedroschen. Ach, hör auf. Oh, Ratzinger war das größte Schwein. Er nahm die Hunde. Ja, ja. Die kleine Kinder ins Kreuz rein. Wo war er noch schon? Ja, ist nicht gut. Ja, und dabei machen wir. Naja, aber machen wir hier nicht. Alle Stühle ins Kreuz gedroschen. Wieder will ich sich verschenkt. Und dann hier fickt die kleinen Kinder. Ach, Probel, du musst mal aufhören mit der ganzen Perversion. Natürlich. Ansonsten ist. Schwanz raus. Das ist nur der Wahrheit, was die gemacht haben. Für mich gibt es bei diesen Typen nur eins. Doch, hat gesagt. Doch, danke. Ab mit die Salzgurke. Salzgurke, ey. Ja, klar, ab mit die Spreewaldgurke. Spreewaldgurke, wo noch? Das ist ein Lippenländerchen. Das ist eine Wurzel. Die kommt jetzt unten rein. Ey, Lumi! Lumi-Bummi! Hey, Lumi! Ja. Ich fahre noch mal nach Polen, will er noch mal Salzgurken oder sowas? Ah, Salzgurken. Und das ist ein Wunder. Nach Slowica. Nee, mit der Eisenbahn. Bis Frankfurt oder dann mit dem Bus. Das ist teuer. Und auch eine Rolle unter 30 Euro kostet hier.
Ja, gut, ich weiß Bescheid. Ich suche schon wieder was. Sagst du einfach. Ja, so wie ich was habe. Ja, ich habe es
Lupe. Die Lupe. Cola. Das ist eine Mahlwelle. Ja, was ist denn eine Quatsche hier? Da hat er ihn getroffen. Er hat ihn getroffen. Das ist nicht eine Quatsche. Das ist ja gut. Aber ich muss dir ja gar nicht heißen. Ne? Obwohl man schon gerade so ist, dann ist er da wieder. Ja, der hat eine freie Karte, aber der sieht das. Wenn ich schwere Schichte ausweist, dann muss ich wieder nicht machen. Wie sieht der Rühren aus? Ach, hör mir auf, ey. Bloß nicht. Nee, weil es so arm ist, dann sagt er nicht vorbei. Dennis, es sieht nach Regen aus, sagt Wolfgang. Wolfgang, du hast keine Ahnung! Sind hier Wetterfrosch infiziert oder was? Was ist denn hier mit dem? Ja, vorne hat es nicht. Warum liegen hier zwei Schläuche? Hat er die wieder mitgebracht? Natürlich. Mach mal den Fahrradständer. Danke. Muss abstellen. Abstellen. Ein bisschen Dreck. Die Arme nicht kaputt. Die ist auch schon kaputt. Hier. Also, der Lack. Der Lack. Das ist nicht wert. Der Lack. Der Lack ist ab. Lack. 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 Wieso? Wer kommt? Danke. Kennst du denn Licht aus dem Sack? Licht aus dem Messer raus, kenn ich. Aus dem Messer raus, Knüppel aus dem Sack. Otto Karnbach, natürlich Knüppel aus dem Sack. Aufs Lumpenpack, Knüppel aus dem Sack. Zack, zack. Das war Frank Rennecke. Unter anderem. In einer abgewandelten Version. Eigentlich hofft man von Fallers nehmen. Wie sie hier hinkeln. Wollte dir mein Junge. Er beschwert sich immer, dass dann seine Ventile so schnell kaputt gehen. Wenn ich hier unten. Und dann meine ich, du pumpst bestimmt mit einer Handpumpe, oder? Und dann rödelst du das immer hin und her. Ja, so wird das sein. Und dann guckst du noch einen Adapter, kommt in der Tankstelle auf der Pumpe. Das ist dann aber so schwierig, wenn man langsam pumpt. Und dann verbiegt er auch immer die Stimme. Ja, sei dafür. Jo. Aber wie gesagt. Ein Schlafjack und eine Gitarre. Auftrag, glaube ich. Nein, richtig. Nein, das ist nicht da. Das ist nicht so groß, wie ich
Wolfgang flippt jetzt aus. Wolfgang flippt jetzt restlos aus. Der Wolfgang, der hat Bierdurst. Ja. Wieso aufpassen? Ha? Spaß. Ja, Spaß. Ja, ja, kriegt dann deinen Krampf in Wien. Ja und was nu? Wie macht er das jetzt nun? Mit der Pumpe? Ich meine, wenn er weiter so pumpt, so rödelt, dann ist das ja wieder so. Man kann auch eins reinmachen von den Dingern und eins außen vorschauen von den Teilen. Das ist doch nicht so ein bisschen. Ja. Aber genau an der Stelle, siehst du, das sind ja die. Marlene! Marlene, sei ruhig! Ja, der hat einen Koffer in Berlin, Herr Wolfgang. Mensch, Dennis, ey, ist aber auch wieder laut hier. Laut. Setz dich doch neben Wolfgang, das ist bestimmt ein gutes Bild. So, ein Chorus. Unerschöpflich. Du hast sie ganz gestohlen. Mach sie wieder kaputt. Mach sie wieder kaputt. Brat sie bitte durch. Hab vor Salmonellen Furcht. Ja. Sonst würde ich den Gesundheitsminister einrufen. Ohne Überkehr. Jo! Was gut, Wolfgang. Pumpen darfst du. Jetzt haut ab. Was denn du? Gut, wieso nicht? Beleidigt. Ich schlappe lieber Whisky. Ah, dort. Oh Vater, siehst du nicht dort? Fadi, mal nur, warte mal. Die Pumpe da draußen ist schon mitgenommen, wa? Die gelbe.
Also da ist ja vom Autoventil, das ist ja kaputt. Ja, ja, weil die alle wegen abgenutzt. Alle reindrücken wie die Helden und sich wundern, welche Seite ist denn das nun? Wie viele achte? Ja, sechs. Sechs? Ja. Gut. Aufs Lumpenpack, etwas auf den Sack. Ach, so schön. Ordnung machen macht mir immer Spaß. Wenn Ordnung machen nicht immer so aufs Geld gehen würde. Ordnung machen wie viel Geld? Na, in dem Moment kann man ja kein anderes Geld verdienen. Achso, ich hab mir gedacht, du brauchst einen Räumpanzer immer zur Ordnung machen. Da du hier keinen eigenen Kuchen drin, liest du den erst. Das ist ja auch schön. Hinten auch bloß, Volk braucht Raum. Sieben, achte, sechse. Sechse habe ich jetzt gut gemacht. Tommy braucht Raum. Tommy needs space. Geht Spaße. Spaße, ja. Braucht Spaß. Ist doch alles nur geklaut. Hey, yo, hey, yo. Das ist alles gar nicht meine. Nee. Hey, yo. Hey, ho. Spann den Wagen an. Wind bringt Regen übers Land. Holt die goldenen Jagen, holt die goldenen Jagen. Ja, hallo, das war schön. Hey, ho, spann den Wagen. Hey, ho, spann den Wagen. Hey, ho, spann den Wagen. Kriege übers Land. Wollt ihr rausstellen, das Rennrad hier? Also der Scheiß nicht abholen. Ja, ich habe gesagt, eine Stunde soll er wiederkommen. Ja, Teufel. Ich dachte, Teufel. Rumsa. Oho. So, wo ist denn hier die Mühlschippe? Rapido, rapido! Jalla, jalla! Jalla, jalla, ja! Wie kann man das vergessen? Das ist schon eine Menge Sprache. Jackalach, Jackalach! Ach, keine Ahnung. Aber die bitte wirklich, oder? Jackalach! Jackalach. Stimmt Hebräisch, oder so. Alles mit dem Lachen, wo der Junge lacht. Da lacht er ja auch. Da lacht er ja auch. Ey, Kinder, du kannst hier schon staatsfeindliche Parolen zum Besten nehmen, zum Beispiel. Was ist der Staatsschutz? Die BSR. Staatsschmutz. Frieder, Schmutz und Reinigungsgesellschaft. So, kann er weg hier? Oder ist das noch nicht? Nee, das ist Müll, Gülle. Das ist Müll, kann weg. Stimme bitte. Was steht da? Vanisher, Vanisher, Oxy-Action. No-Z-Action.
Kannst du da nicht reinschieben irgendwie? Nee, das geht nimmer mehr. Ich bring's raus. Ja, dann müssen wir dann nicht mehr raus. Da ist ja noch ein Schloss, genau. Das ist aber leer hier vorne. Meine Güte, ist das ein großer Eingang. Wer kennt, wie es sonst aussieht, der weiß, dass es normalerweise nicht so aussieht. Mal gucken, ob ich hier mal... Mikrofon ist weg. Was ist jetzt damit liegen? 3 Stunden, 2 Stunden. So. Dennis, wollen wir das probieren jetzt? Also nee, oder was, oder wieder wer? Jetzt gibt es selber zu staunen, was zu sehen, liebe Herrschaften. Wir bringen eine riesengroße Leo runter. Na warte mal, ich hole mir vorher noch eine Cola. Und zwar fallen wir denn. Wer holt sich vorher noch eine Cola? Ich krieg auch 4 Euro von dir, wäre schön. Oh Mann! Du bist ja furchtbar. Ich würde gerne. Kriegst natürlich die 4 Euro von mir, ist ja klar. Aber das hört sich ja an. Ist ja furchtbar. Ich weiß, deswegen habe ich ja auch das nochmal zurückgezogen. Und ich spendiere dir ohne Cola. So wollte ich es ja nicht sagen. Ich will dir eine Cola holen und zieh deine 4 Euro ab, bitte. Denk an deine 4 Euro. Ja, Dennis, du kriegst noch 4 Euro von mir. Das ist ja eine Katastrophe. Ich habe kein Kleingeld. 4 Euro! Ich habe ja nicht gemeint. Entschuldige, 4 Euro. So. Schließe ich doch glatt mal das Mikro an. Achtung, wird laut. Achtung, es wird laut. Wir befinden uns hier wieder live in dem Haus der 3 kleinen Schweinchen. Kennt ihr schon? Und nur ein Schweinchen ist zu Hause. Das bin ich. So. Das müsste jetzt da oben Rillihang werden. In die Lampe. Seid ihr live dabei, wie wir gleich die Treppe runterfordern? Hat er recht, muss er mich daran erinnern, weil ich weiß sowas immer gerne. Nicht, weil ich es gerne vergesse, weil ich das Geld behalten, sparen möchte, sondern weil ich einfach nicht dran denke. Aber jetzt hat der Dennis hoffentlich an seine 4 Euro gedacht. Was sagst du dazu? Thomas. Ja, hab ich. Wir haben jetzt hier ein Mikrofon und eine richtige Starge. Entschuldige vielmals, so war es doch gar nicht gemeint. Ja. Oh. Kriegst du noch was wieder? Nö, 4 Euro plus Cola. Macht 5. Oder so, wahrscheinlich kostet sie sogar mehr. Wisst ihr nicht, was so eine Hipster-Cola kostet? 1,20, 1,30. Ist denn überhaupt einer da, der zuschaut? Nee, aber ist ja auch egal. Doch, einer. Na, wir warten auf Thorsten. Der wollte immer noch zuschauen. Ach, der ist jetzt wahrscheinlich gerade. Thorsten, bist du da? Thorsten, kannst du uns hören? Thorsten? Thorsten, zwinker mal mit dem Auge. Das ist eine Frau mit großen Brüsten.
sieht schön aus vom Spiegel, nimmt sich eine Auszeit und geht baden. Ach so, der kann seinen Namen tanzen. Analphabet. Dieses Programm ist übrigens Gebührenpflichtug. Gebührenpflichtug. Ja, wir sind nämlich hier international. Hier gibt es nur Gebührenpflichtug. Wir machen so einen Schreibfehler. Wer möchte dieses Schild haben? Es ist einmalig wahrscheinlich. Ein offizielles Schild, Eigentum der BAS. Leipzig, Dresden, na, sagt alles, ne, ja. Gebührenpflichtung. Na, bei einem normalen Rennradrahmen, da hast du doch das Ausfallende nach vorne. Das hast du doch beim Fixie-Rahmen, hast du das Ausfallende nicht nach vorne. Nach hinten, genau. Und wenn du aber dann das ausreißt, beim Fixie, wäre der fatal. Du bremst, und durch die Kraft des Rades könnte sich ja rausdrehen, sozusagen. Kannst aber nicht, weil der vorne anschlägt am Rahmen und wird immer im Rahmen drin bleiben. Beim Rennrad aber nicht. Beim Rennrad könnte sich nach vorne rausdrehen, rausreißen und dich quasi unter dir überholen, wenn du so ein Bär bist, dass der das kaputt trittst, sozusagen. Nee, ich verstehe es selber nicht, aber es ist halt so. Der Rennradrahmen ist halt aber auch eigentlich nicht so stabil, um so die Kräfte, die ein Fixie hat. Also wenn du bremst beim Fixie, um das zu halten. Dann passiert das, was wir vorhin bei dem Hercules gesehen haben. Dass der Rahmen knicken kann. Das kann passieren. Verstehe. Ja, aber kommt drauf an, wenn der Rennradrahmen neu ist, wird es schon halten. Wenn nicht, dann danke für die Cola. Schulde hier noch 4 Euro. Ich glaube, das kann ich mir heute noch ein paar Mal anhören. Nein. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich kriege. Und das, wie gesagt, ich kann man nur entschuldigen für meine schlechte Wortwahl. Ah ja, du hast ja recht. Du hast ja recht, du kriegst es ja noch. Ich geh jetzt mal wieder auf Klo, oder? Ah, was will er denn jetzt noch alles machen? Ich weiß ja selber nicht, das ist immer so ein Ding. Jedes Mal, wenn man sowas macht, umbinden muss ich mir. Für den Weißen. Der Weiße ist gut. Jedes Mal, wenn man, bevor man sowas macht, überlegt man sich, ob es das wert ist. Na, wegen des Aktes ist es natürlich schlecht, ne? Da sollte ja. Na gut, dass ich gerade schon was gegessen habe, dann passt der Jüngel wenigstens. Entschuldigung. Den muss ich noch wegholen. Na, nitte, der geht ja auf der Jüngel. Der geht ja auf der Jüngel. Du kriegst dich hier nicht zu. Du kriegst ihn gut nicht zu. So. Jetzt bin ich vorbereitet. Dann reicht man wieder so ein paar Ketten um. Dann zermalt es mir richtig die Knochen. Ja. Mit dem Zipper früher war so ein Kettensprenger gewesen. Aber ich meine, jetzt klingt, kann ich sehr beeindrucken. Dann habe ich eingeholfen in der Kette und dann muss man gut angespannt und hat mich voll abgefetzt. Hallo. Guck mal, noch in deine Helfen kommen. Bitte. Was sind das für Manieren? Ja, ich wollte was kaufen. Ach, ja, bräuchte ich. Ah, ein Rennrad. Nicht so ein langes Ventil. Sieht total toll aus, der Bügel, echt. So. Kann er tragen. Ja, steht ihm. Das ist seine Farbe. Weiß ist die Unschuld. Aber der ist dauernd. Ich will gleich reingehen. Des Rahmens. Ja, das habe ich ja gemeint. Viel Spaß beim Einbau. Viel Spaß. Juhu, er freut sich, halt sich die Hände. Tschüss. Ciao.
Warte, hat er falsche gegeben? Halt, halt! Was? Achso. Kriegst du mehr? 14 ist er, oder? Alles gut, der hat nur gedacht, das ist falsch. Echt? Was? Nein! Ach, schnell, jetzt hätte ich ihn doch unterschieben können. Ciao. Ciao. Was ist denn bitte? Von welchem Laden? Na, das ist ein doch falsch. Europäisches. Republik Française und Tratatatatöte de Élysée. Tratöte de Élysée? Vertrag, Élysée-Vertrag. 50 Jahre. Super. Das ist deutsch. Nur wir gedenken dem Vertrag. Marshall Mathers. Komm hier nach vorne zum Hetzen. Wir haben hier im Mikroskop. Hier? Sich an den deutschen Reichtümern bereichert hat, das ganze Gold, was er gefunden hat, Tonnen um Tonnen, hat er ganz großzügig gesagt, hier habt ihr eine Leihgabe. Danke, danke, liebe Besatzer. Danke dafür, danke. Kannst dich nachher bei Carsten bedanken, der kommt ja auch noch. Nicht bei Carsten bedanken? Ich bin da bei Carsten bedanken, natürlich auch noch nicht in dieser Form. Er kocht morgen, ich hoffe, du bedankst dich zu früh. Natürlich. Carsten ist nämlich Chefkoch. Eigentlich? Ja, Chefkoch, ja. Nicht Chefkoch, sondern Chefkoch. Carsten ist ja der Chefkoch. Ach, stimmt, Chefkoch ist er, genau. Von Sausbach. Von Sausbach, der sieht so aus und der kocht nämlich für uns. Morgen kommt er als einer vom Kuckucksklan verkleidet. Ja, da weiß ich. Mit dem Boot. Den Club ist da, jetzt ja furchtbar. Kann Carsten am Oberschenkel anlegen, ja. Nein, aber ich. Carsten, ja, du hast recht. Carsten fand es sehr verletzend, wenn ich so spreche. Deswegen werde ich das nicht mehr tun. Ja, weil du von seinen Urvölkern und so von irgendwelchen Stammesritualen redest. Da hat der wisst ja wo der Plan zu. Naja, auf jeden Fall werde ich das nicht mehr tun. Das ist sehr respektlos, da hat er ja auch recht. Habe ich auch drüber nachgedacht. Und gedacht, das ist wirklich sehr respektlos. Das ist voll. Jetzt hör doch mal auf, ey. Zu anstecken. 1 Stunde 37 haben wir noch Zeit, uns zu verletzen. Dann ist alles nur auf Band. Um Jottes Himmels Willen. Kann nicht fahren. Das ist ein Fahrrad. Ja. Facebook angehalten. Echt? Nee, keine Ahnung, das gibt es doch bei dir. Direkt vor der Tür. Nee, das heißt, dass der Akku voll ist. Yeah.
gleich einen neuen Keller, Außenhülle, immer ringsrum. Damit die gleich isoliert ist. So. Ja, jetzt muss man uns aber nochmal einen Kopf machen, wie wir das am besten tun. Genau. Am besten wäre ein langes Brett, war, wo man das vielleicht so ein bisschen runtergleiten lassen könnte. Wie hast du dir das gedacht? Einfach Stufe für Stufe. Stupp. Du sollst den Muff schlagen lassen. Nein, verstehe ich. Also nicht, dass wir zusammen anheben, sondern zwei da. Und welche Seite wolltest du nehmen? Die zuerst. Da heben wir beide an. Und hinten, meinetwegen, machen wir Lappen runter. Wieder jetzt. Feuer geladen.
Du bist Sau. Ich halte sie euch ja fest, na sag mal. Ich muss eben mal neu fassen, habe ich. Ja, ist ja okay, oder soll ich da runter? Absetzen, immer absetzen. Jede Stufe. Gut, gut. Na, das klang doch so, als ob du den irgendwo runtertragen wolltest. Nee, hey, immer jede Stufe absetzen. Muss er immer wieder neu positionieren. Geht das? Gebe ich dir über Jutli kaputt. Ja, der ist so. Traumstückchen. Deswegen, weil jetzt so der eine auf der und der andere auf der Stufe ist. Ah, ich bin schon unten. Grandios. Ey, Mann. Kleiner Mann. Nicht. Das Ding sieht schon geil aus, ey. Ja, ja, auf jeden Fall. Mann, 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 was für ein Torso. Infernale. Ich werde mir heute noch ein Gewichtheber überlegen. Ja, wirklich. Drücken. Ja, na über einer Seite. Vom Drücken. Ein Querfortsatz oder Querfortsätze sind irgendwie so wichtig. Ja. Hallo? Ich warte. Warte mal, ich muss ja. Kipp mal erstmal ein Stück hoch, nur kippen. Wie? In die Richtung? Kippen. Zu mir. So. Nicht in die Richtung. Genau. Also, dass du auch greifen kannst. Ja, ja. Wie, du stehst jetzt komplett unten? Fast. Also stehst du jetzt noch auf einer Stufe? Einer oben, einer unten. Okay. Und? Los. Los. Und. Halt! Halt, 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 halt. Zwar. So schnell komme ich da nicht runter. So ein Stück für uns rutscht. Warte, warte. Der steht auf der Kante deswegen. Mann, was für ein Monster! Jo, und die schafft haben, ist eine gute Arbeit. Aber das musste weg. Was hier stand. Das musste weg, jo. Jetzt lass mal runter. Ja, jetzt sind hier ein bisschen schwierig. Wäre ein Gotian zu praktisch. Na, du kannst ihn doch aufrichten erstmal. Wie zu dir oder was? Zu mir hochkippen. Aber dann musst du. So, halt, 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 halt. Du musst ja nicht machen. Nein, eigentlich ist das ein Unterwunsch. Ich wollte ja nicht, dass es kaputt geht.
jetzt kümmert euch auf. Halt, warte mal. Ja, ja, ich bin nicht weiter, warte. Ich muss eine Position finden. Ich kann keinen Bock kosten. Wie habe ich denn hier vorhin angefasst? Das war so bequem. Oder wahrscheinlich, ja. Da habe ich da oben an der Treppe gestanden und dachte, auch ist das schön. Nein. Jetzt hier rein. Ja, passt schon. Tja, ne, jetzt mal nachgedacht. Wie, einfach so drin? Ne, ist er da so? Also ein bisschen gerade, klar. Ja. Und dann wird es ab hier so reingedreht, wa? Ja, dachte ich, ja, ja, genau. Das sieht so aus, als könnte es echt klappen. Das ist ja geil, die Türen, die sind so schön breit. Hallo. Ach, dein Fahrrad. Dein Fahrrad, dein Rennrad. Steht oben. Ist. Ah, okay. Schlüssel? Ist mit dem Universalschlüssel angeschlossen. Kannst du. Mit der Rolli hier oder was? Warte doch immer. Hier. Wenn's noch da ist. Na, Wolfgang! Oh, wo kommt denn das hin? Wo kommt das? Da drin. Wolle will mit anfassen. Aber wir können doch die Arme und Beine abmontieren und die als Rollen runterpacken. Wieder? Hey, no! Lego-Männchen. Ja, dann gibst du wieder erstmal zu dir und dann. Ja, so können wir nicht sagen. Warum? Nee. Kann man den so sagen? So. So kann man das machen. So kann man sagen. Ja, hier sind für dich. Ich will nur nicht, dass hier irgendwas abbricht. Das ist nee, nee, da bricht nichts ab. Das ist nur irgendwo dicht, wenn du das wolltest. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe, da kommt schon wieder einer. Was will der denn? Ja, Wolle, du machst das hier klar. Alles gut. Hä? Wie? Komm mal den. Komm. Warte. Hör. Jetzt müssen wir alles. Na, kannst du. Du musst hören. Okay. Umzug, wir kriegen Feuerholz. Nee, der ist gerade da. Da kommst du nicht durch, oder? Warte, ich hab einen Arm hier zum Abmontieren. Also, in City hast du ein Cityrad für was zu verkaufen? Wie teuer denn? Wie teuer denn? 120. Da haben wir ja keins. Gar keins? Nee. In dem Fall. Wie viel teurer?
Also ab 350 geht's los hier mit den Rädern. Im Moment, ne? Deswegen die billigen Räder, alles was du so in dem Preissegment bis 200, das geht so schnell weg. Wenn es kommt, dann ist es meist am gleichen Tag. Okay. Einfach ab und zu. Wenn man vielleicht morgen kommen würde? Es kommt nicht täglich Neues rein. Aber es gibt bei dem Trömer Friedelstraße 26. Friedelstraße 26. Das ist die Richtung? Mhm. Zweite Straße? Rechts? Auf der linken auf Seite? Der Obrechtstraße? Zweite Straße. Die erste Straße ist die Obrecht. Die zweite ist die Friedelstraße. Mhm. Hausnummer 26. Da ist ein Trödler, der kriegt fast täglich ab und zu mal so ein, zwei Räder rein. Friedelstraße 26? Friedel 26. Ja, genau. Und da kannst du mal gucken, wie spät ist, Wolfgang? Um 7. Oh, naja, um 7 macht er zu. Heute nicht mehr. Morgen. Ja, und die sind leicht reparaturbedürftig, die meisten natürlich, aber wenn was ist, naja, wir reparieren ja auch. Also insofern kannst du Glück haben, günstig was zu kriegen. Super. Danke. Hoch. Ja. Dann gehen wir noch die 100. Ciao. Ja, du musst ein Stück hoch. Das kann ich nicht. Sehe, also. Wir müssen mal ein bisschen hochkant. So. Ja. Alter. Kommst du vorher durch? Oh, naja, aber da unten klemmt er. Halt. An. Kannst du umfassen noch? Nachfassen? Ja, jetzt. Ach doch. Warte, ich sehe da nichts. Meine Sicht ist was schwer. Was ist denn da? Weiter, ach, weiter, weiter, weiter. Zünder. Warte, warte, halt mal, halt. Noch nicht. Ach. Ja oder nee? Ja, jetzt. So, super. Okay, so, jetzt wieder ein Stück zurück. Rangieren. Genau. Ah, halt mal fest. Ich halte. Okay. Halt. Ich halte. Ja. Achtung, Kiste. Jetzt sind wir alle gut im Arm. Was ist jetzt so? Na gut, ab hier sind die ja einfach. Was ist da drin? Was hast du denn? Ich hab gar nicht gedacht. Ah, irgendwie. Dieses einfache Teil hier, ey. Ah, dieses kleine Mini-Ding hier. Ah, guck mal hier, völlig. Ich hab ja gesagt, das funktioniert ohne Probleme. Wolfgang, was ist denn los, ey? Halt mal an. Friedrich. Meine neue Liebe, das war's. Erledigt, ich zieh aus oben. Wo ist die Kamera? Hinter uns. Ne, die ist hier. Achso. Ah, die ist ja hier, die ist ja hier schon. Die ist ja hier, die guckt dir zu beim Arbeiten. Und mir beim Schlexen. Jo. Ah. Den hat sich Wolfgang wirklich verdient. Oh hey, den verleiht die jetzt. Na. Ja. Passt. Ja, der passt. Brustjod passt auch nicht. Armjod, um Hals rum. Ja, als Schärpe. Genau. Hier, das muss doch nach vorne. Gib ihm doch mal die Goldene. Nein, die Goldene muss doch nach vorne. Das ist etwas für uns die Vögel. So, genau. So, hier durch. Arm. Her damit. Das passt doch mal ohne. Aber das sieht sehr gut aus, Wolfgang. Du hast die Schützenschnur am goldenen Bande. Nee, andersrum. Die goldene Schützenschnur am hellerlichten Bande. Wolfgang, hast du ja verdient. Ah, oh, ist das ein Scheiß. Warum machen wir denn so was? Können sich einige fragen. Hallo, bei was können? Oh, bei was können? Heute im Angebot Baumwurzeln. Achso, da mach ich mich nach. Ja, wie gesagt, heute im Angebot Baumwurzeln. Ja, erst morgen. Achso, erst morgen. Noch sind sie noch dekoriert. Genau. Trommeltransport, der Doppelte. Ja, habe ich jetzt so gedacht, dass man. Der sieht dann wirklich irre aus, das Ding. Doch, so. Dahin, oder? Seite wohin, wa? Wenn du gucken magst, dann musst du hier durch, da wo Wolfgang sich hier weggestellt hat jetzt, dann hier dran vorbeischlängeln, dann da durch und dann geht er mir noch weiter. Das ist ein tolles Stück, da. Das ist eine Wurzel. Eine Skulptur oder was? Oder eine Wurzel, die behauen wurde. Und als alles Mögliche. Ja. War mal in so einem Designergeschäft gewesen als Präsentationsständer für überteuerte vegane Mode. Ja, tatsächlich. Umasan.
Die machen irgendwie Bretter-Verdinge, das sind ja so High-Fashion. Ja, dann geht's auch weiter. Muss aber ein bisschen aufpassen, hier ist heute alles sehr voll, weil wir total am Umräumen sind. Ja, ja. Ist alles explodiert, quasi. Die Preise hoch. Ja, die Preise also lohnt ja nicht zu kicken. Ja, eigentlich nicht. Wir sind doppelt so teuer heute, weil alles so schwierig ist. Na, wir sind nicht. Du hast ja gesagt, da hinten irgendwie in der Ecke war. Nee, ich wollte nicht in die Ecke. Nein, ich wollte nicht in die Ecke. Ja, das ist, dass man sich noch bewegen kann, wa? Ich will das aber auch sehen, das Teil. Vielleicht, ich will das doch sehen. Wollen wir das nicht doch so? Entschuldigung. Doch so? Wie denn? Ja, das kommt ja eh hier wieder weg. Das ist ja klar. Ja, ja, aber wie denn? Was so denn? Ah, ich verstehe. Nee, gar keine Vorstellung gerade. Lass doch die Sachen drin. Das ist schon groß gespült vom Wasser mit dem Audi. Ja, also deswegen ist das Holz noch nicht gerissen. Deswegen hat er bloß so eine hohe Dichte. Ich glaube, wir müssen mal Probe sitzen. Ja, ja, ich bin bald. Ja. Fall hin. Nicht, dass du ins Loch fällst hier. Nein. Wunderbar. Wunderbar. Kann man nicht sagen. Ja. Ja, kann man nicht sagen. Ja. Ist gut. Ja, nee, ist toll, oder? Ja. So. Da kannst du deine Bierdose drin schmeißen. Ohne dass er ihn da sofort sieht. Ja, und fallen dann einfach durch, bumm, und den Müll einfach runter. Ja, ist ja gut. Das ist ja fantastisch. Fantastisch, kann man nicht meckern. Ja. War auch nicht teuer. War auch nicht teuer, eigentlich. So, die haben bestimmt 10.000 für das Ding bezahlt. Das ist ja mal ein Stempel drauf und alle. Und was für Ding hier? Ja. Ja. Die sind doch bekloppt. Friedrichstraße stand das. Friedrich, ja. Du hast Bibliothek. Aber das ist ein bisschen teurer, gell, der Friedrichstraße. Nee, für die Friedrichstraße ist halt ein bisschen teurer. Wir müssen es ja verkaufen, erstmal an die Leute von der Friedrichstraße. Ach so, ja, ja. Von den Laden. Ja, okay. Wo soll es hin? Dahin? Ah, machen wir doppelt den Preis. Ah, in der Bar, der macht. Alles gut? Ja, ja, das ist schon. Ist ja gut. So, jetzt ziehst du wieder weg. Ja. Thorsten? Thorsten ist weg, ja. Der Thorsten, der ist weg. Der Thorsten, der ist weg. Ja, das ist gut. Also stimmt. Jetzt soll Richter, wie das war so schön, der eher so baut aus so einem Stamm, das ist schon mal nicht meine, ja? Nee, Wolfgang Kim. Nein. Nee. Kim nee. Der eher erst, naja, Schnitzer meine ich jetzt, der Holzschnitz. Schnitzer. Ha? Ja. Ja. Der kann da, der da, der macht was. Wusstest du das? Das war auch da. Kann man da überhaupt noch was drauf schnitzen? Das ist doch schon fertig, was sollst du daraus mal schnitzen? Das ist so wunderschön, so wie das ist. Achso, ja, ja. Schunderbühn, so wie das ist. Wunderschön. Wie hier denn? Ja, ja, ja. Du musst ja nicht mal hinstellen, Wolf, wa? Doch. Der kommt genau hier hin, hier bleibt es stehen. Wolf, natürlich müssen wir wohl hinstellen müssen. Ist aber klar, meinst du, ich schleppe das Ding runter, wie ich es hinstellen soll, oder was? Um es dann wieder hochzugehen. Du musst ja nicht der Flüchtling sein, gut, ja, bist ja trotzdem mein Freund. Ja, wir sind geil. Ich will aus dem Weg gehen. Bist du jetzt wohin? Nö. Also, das ist wohin. Du hast so eine merkwürdige körperliche Bewegung gemacht. Wollen wir nicht so? Also, entweder, ich stelle jetzt die Achse. Zack, zack, so, damit man, dann sieht man den so schön so. Und man kann sich davor setzen und ganz gemütlich. Also das Hinterteil nach hier sozusagen. Sozusagen, also dann wirklich ganz dicht dran da, weil das stört dann wirklich nicht, wenn das da ganz dicht dran ist. Du kannst einfach mal so hinstellen, ist doch scheiße, ja. Einfach. Ich stehe so aus der Hand hier. Nee, na, du kannst da auch ein. Na, nun, nichts, okay. Mach ich so schon. Jetzt musst du rum. Das reicht doch.
weiß ich nicht, ob da noch genug Platz ist, zum Durchkommen. Ja, ist. Wenn ja. Das Tier wegkommt, dann ist hier noch Platz zum Durchkommen. Ja, genau, Judy Achse so. Ja, na, perfekt. Wunderbar, genau so. Du kannst natürlich noch ein Stück ranschieben, aber dann ist da. Nee, das ist doch so lieb ist. Ja, oder nehmen wir wieder was? Ja, dann schieben wir noch ein Stück an. Tür! Halt! Oder? So, das reicht. Da sitze ich hier und kann nach abends meine Pornos gucken hier. Ah ja, das ist ja super warm. Ah, oh, ist das schön. Ah, oh, ist das fertig. Ah! Ich freue mich schon, wenn das Ding wieder rauskommt. Ja. Zu lachen. Eigentlich nur lachen die ganze Zeit, wie die sich anstellen, weil wir fassen auch nicht mit an. Gut, stellen wir uns an. Eigentlich könnte man mittlerweile sehr schon mit dem Baum und der Wurzel hier, gibt es noch ein paar andere Sachen, so ein kleines Filmchen zusammenschneiden, was hier mal hin und rausgetragen wird. Aber ja, das ein paar Sachen. Der Big Screen von Nova. Ja. Der wird ja der nur eine Woche lang funktioniert. Ja, hast kaputt. Du mit Thorsten untergebracht, wa? Nee, mit Carsten. Achso. Thorsten habe ich bisher nur BMX-Räder bewegt. Ja, jetzt kann alles wieder eingeräumt werden, das war's. Oh. Genau, jetzt sind sie nämlich alle weg. Schon ist sie von allen Newton Jaisland verlassen. Zwei Zuschauer. Aber konsequent. Ja, jetzt hat Thorsten mal den Buletten verschenkt. Na, der arme Thorsten, ne? Was ist denn hier mal los mit dem Telefon? Ja, ist voll. Einer bei mich ist mir so sympathisch, deswegen habe ich ihm die Buletten geschenkt. Nicht geschenkt, eigentlich habe ich gesagt, eine kann er mitnehmen, dann kam er mit der Tüte an, wo noch zwei drin waren. Ja. Und da konntest du dich nicht mit ihm verständigen, durch den Behindertenbonus? Nee, dann habe ich nicht gewusst, wo ich jetzt die andere Bulette hinpacken soll. In den Magen. Ah, ja, jetzt würde ich sie essen. Aber vorher war ich noch zu voll gefressen, jetzt habe ich euch schon wieder das ganze Mittag verbrannt. Ja, das ist vielleicht auch mit Verbrennungsmotor. So! Ist ja schon alle die Batterien. Ich bräuchte mal hier einen Anfänger und Müllschippe. Hast du ihn gehört oder was? Anfänger, Müllschippe, aber zack, zack! Mann, das geht alles viel zu lange, aber das echt. In Deutschland ist ja auch wirklich sehr unmöglich. Ja. Also mit Wolfgang. Nimm die alle zu ernst, Wolfgang! Wir sind total gestorben. Ich hab vorher noch einen gesehen, aber. Frechheit, hast du nicht hingeguckt oder was? Das ist ja schon wieder weiter. Da ist was Holz gehackt worden? Holz gehackt? Holz da gemacht? Genau, nee, wieso? Was hast du nur gemacht? Achso, hier kam so ein Typ runter, der hat Kerzenständer gehabt aus Weißblech, wo Sternchen rausgestochen haben und er wollte diese Rundung in der Mitte rausgemeißelt haben und dann. Ich ging Zimmermanns Hammer gegeben und ein Fäustling und dann hat er das dann rausgehauen. Mhm. So ein Löcher in die Stanz, damit in der Mitte das Ding rausfällt. Also ich wollte einen Schraubenzieher haben, aber das konnte ich nie machen. Nee, nee. So, tschüss, war schön, ich gehe. Hä? Schraubenzieher. Mit der Bierbank passt hier hin, nicht so lang, oder? Na, ihr seid in die Stütze ausgeklappt. Also in die Ofen. Wurde die? Ja. Ja. Das macht ja schon Platz und der Hell. Aber das ist ja egal. Aber das ist die. Ist die. Direkt bei Thomas ungewohnt, also. Nein, ungewohnt? Also jetzt zum Abschluss heute noch ein Vorderrad schnell reparieren. Hä? Nee, ich brauche aber viel Zeit heute, um den Rest da noch einzuräumen. So, deswegen. Das andere mache ich morgen. Ich habe ja noch draußen noch hinstehen. Zur Reparatur.
Rechtswerk nicht repariert. Tut mir leid, neuer Mantel. Das ist kein Rechtswerk gewesen, eine Kappe die haben. Gute Frau, das war keine Reißzwecke. Der ist zerschnitten hier, an der Seite. Da. Da ist er offen. Den kann ich nicht mehr einbauen. Ich kann ja gucken, ob ich einen gebrauchten anderen finde. Die Frau, die immer zahlen muss, muss jetzt auch wieder bezahlen. Ach Mann, ey. Keine guten Neuigkeiten, aber was ist das? Manchmal ist das so, wa? Ja, ja. Manchmal gibt es keine guten Neuigkeiten. Nee. Nee. Wolfgang, soll ich das hier vorne so ein bisschen leerer lassen? Nein. Hier vorne so ein bisschen leerer lassen? Ja, muss ich wissen, ich frag dich aber jetzt, was sagst du denn? Ja, findest du, das sieht gut aus so? Ja. Ja. Na, dann versuchen wir das mal so zu lassen. Für eine Woche. Dann ist es wieder voll. Ideal. Das ist die sehr dünn hier. Was denn bitte? Was ist denn das? Was ist denn das? 32,642. Ich mache hier ein Billion.
Exakt, exakt. Oh Mann, ich brauche einen Schlauch. Mensch, das hat gut geklappt, Dennis. Ich bin stolz auf uns. Das hätte doch mit drei Mann ja nicht gepasst. Sowieso nicht. Ich mach sowas auch ungern zu dritt. Bloß man will ihn ja auch immer nicht so enttäuschen. Mehr habe ich doch ja nicht gesagt, dann liegt der Wechsel. Wir haben nur gesagt, ich habe es eingewechselt, mehr nicht. Dann müssen wir nächstes Mal bis Ende des Tages warten, dann machst du die Gesamtabrechnung, das ist vielleicht einfacher. So eine Möglichkeit, ja. Wenn mich jedes Mal eher irgendwie gefragt nach, hast du mal dies, hast du mal das, das ist immer schwierig, weißt du? Ja. Wieso, was war denn da? Wieso? Bei dir mit dem Fahrrad. Achso, dann geht es mir auch wieder. Der Telefon hat wieder geklingelt. Ja, das ist voll. Der Akku ist voll. Der Akku ist voll. Der Akku ist voll. Kick aus, besser aus. Wenn der das auf den Punkt ist, dann redet er immer nur über Reichskristallner. Was denn jetzt schon wieder? Ich meine, die stehen
Mann, du warst so schön ruhig jetzt. Der ganze Kiez, diese ganze Weiber gegen dieses ganze Ding, was hier läuft, dass die nur, weil sie alle wissen, dass sie Unrecht haben, einfach kollektiv lügen und jemandem so den Kopf damit ficken und meinen auch, das ist echt krank. Ja, das ist wirklich... Es ist ja schön, dass sie, weißt du, das ist nur meine Meinung, dass sie einfach schön, dass sie in der Mehrheit sind und dass sie überzeugt sind, dass sie zusammen sonst verloren werden. Aber jemandem so den Kopf zu ficken und mit so viel Lügen, ist doch einfach nur krank. Mann. Die Armen. Ey, mit Nina geht's wieder bergab. Die war jetzt erst einmal da. Aua, es geht schon wieder los. Naja, hier mit, wenn sie mich nicht braucht, dann ist ja alles gut. Ist ja trotzdem da, aber sie braucht keine Kotztüte. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin ja ihre Kotztüte. Ich bin die Kotztüte von Neukölln. Kommt vorbei und kotzt euch aus. Ich bin die Kotztüte von Neukölln. Kommt vorbei und kotzt euch aus. Wolfgang, voll am Ab. Chillen. Bei der Arbeit, genau. Und der Dennis? Bei mir Wichte sortieren. Genau. 5 nach links, 10 nach rechts. Und immer so weiter. Wir sagen jetzt erstmal schönen Feierabend. Für die Kamera. Für heute. Das wird nur noch geräumt. Bis morgen.